nervös, Piers. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Gut, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger. Hau auf ihn drauf! Tu es! Super. Ruf die anderen! Geht klar! Ganz ruhig, wir sind ja da! Stoß ihn! Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis, um ein Wörtchen mit diesem Zeugen zu reden. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so... Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Zurück. Ich spreche hier mit Charlotte Gardner, der Leiterin der PR-Abteilung von Blue. Okay, Charlotte. Wir sprachen gerade über Privatsphäre. Inzwischen gibt es überall in der Stadt Kameras. Überall. Sie gehören doch zu CBOS, oder nicht? Sie gehören zu unserer Abteilung Sichere Stadt. Es werden keine Daten gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Nun, es handelt sich um geschützte Informationen und jeder unschuldige Bürger, der seinem Tagwerk nachgeht, kann... Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht.
Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Pierce! Ace! Smith! Jetzt rein!
Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Thank you.
Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir fertig sind. Ich geh nicht mit rein. Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Das war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist das doch uns. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Nochmal, gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Los, endlich auf! Mir diesen Hurensohn. Sitze! Legt euch vor! Auf mich wird gerade geschossen! Er kann sich nicht ewig verstecken. Ich weiß, dass du da bist! Es bewahrt!
nicht wahr sein! Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Na, ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran.